besonders schlimm ist es für die Kinder. Ich bin hier im Juli eingezogen und hatte ab dem 4. schon keine Heizung mehr. Und seitdem kämpfen wir eigentlich dafür, dass wir Heizung wiederbekommen. Schuld an der Misere sind 3 Vermieter. Einer mit einer größeren Summe und 2 mit einer etwas kleineren, die einfach die Betriebskosten wohl nicht abführen. Ich stehe morgens um 5 schon auf und mache dann in den Kinderzimmern schon mal die Heizlüfter an, damit sie es auch schön warm haben, wenn sie dann aufstehen. Es gibt Betriebskosten. Und wenn man das ein ganzes Jahr lang nicht bezahlt, ich habe keinen Bock mehr den Arsch abzufrieren wegen ihm. Nochmal tätig werden mit der Ehe. Nochmal reden. In 2014. Echt? Ja. Ich folge sie mal, dass die Kleine noch da ist, mit ihren 3 Wochen. Mhm. Schauen, wie viel wir heute zusammenkriegen, ne? Ja, wir warten noch. Und ab November dann die 200 Euro extra, ne? So. Ja. Dann müssen wir auch noch. Scheiße ist da. Ja, von der Carina ist der Sohn ist auch schon krank, ne? Mhm. Zieht ja durch ihre Ritze. Du musst alles zustöpfen. Was brauchen wir noch? Regenrinne fehlt auch noch, ne? Die Abfluss. Die Platte, dass wir abdichten können. Genau. Ja, also ich lege mir schon monatlich 100 Euro mehr zurück, damit ich das abfangen kann. Unser Vermieter übernimmt die Kosten. Ja. Er hat uns sofort Elektrolüfter bestellt. Ja. Und hat auch sofort gesagt, er übernimmt die Stromkosten. Also meine Mama trennen. Mal kurz deiner Nachbarn schauen. Ja, mal schauen. Vielleicht bis zum Wochenende Heizung haben. Ja. Warum nicht unbedingt? Dann wollen wir die Hälfte nehmen. Wir kommen nur schon entgegen. Das würden wir umkriegen. Die Hälfte. Weißt du, was ich dem vom E.ON wünsche? Mhm. Ich kann ihn ja mehr. Ich rufe den Mieterschutzbund an, der soll das machen. Die können da mehr Druck ausüben. Ich denke mal auch anders, da reden wir wieder, ne? Und wir sind hier die Einzelverträge. Ja, aber da sagt er zu mir, das würde nicht gehen. Der Mieterschutzbund sagt ja. E.ON sagt nein. Hat er zu mir am Telefon gesagt. Ich hatte ihn eine Stunde dran. Aber du siehst ja, der Mieterschutzbund sagte, es ist zu viel Verwaltungsaufwand. Also besonders schlimm ist es für die Kinder. Wir haben keine Heizung. Ich bin hier im Juli eingezogen und hatte ab dem 4. schon keine Heizung mehr. Und seitdem kämpfen wir eigentlich dafür,
dass wir Heizung wiederbekommen. Und das Verschulden ist von dem Hauseigentümer, der über 18.000 Schulden bei der E.ON hat. Ja, mein Alltag, die Heizlüfter umstellen, die laufen den ganzen Tag. Manchmal sogar zwei in dem Zimmer von der Kleinen, damit sie es warm hat. Sie ist dick eingepackt. Ich stehe morgens um 5 schon auf und mache dann in den Kinderzimmern schon mal die Heizlüfter an, damit sie es auch schön warm haben, wenn sie dann aufstehen. Also noch ist Herbst, aber es ist schon sehr, sehr kalt. Also es sind auch dicke Mauern und wenn die Wohnung ausgekühlt ist, dann ist es wirklich extrem kalt. Was wir im Winter dann machen, weiß ich noch nicht. Also wir müssen abwarten, ob wir nicht doch eventuell, weil wir legen schon alle zusammen, die ganzen Mieter hier, dass wir diese Sicherheit für die E.ON aufbringen können, dass sie uns die Heizung auch wieder anstellen. Also wir versuchen jetzt erstmal die Sicherheit für die E.ON aufzutreiben, 2.400 Euro, damit sie die Heizung wieder anstellen. Und wir haben uns auch bereit erklärt, sogar die leerstehenden Wohnungen mit zu unterhalten, damit wir auch in naher Zukunft Heizung haben. Ja, also meine Tochter ist erkältet, sie hat Husten, Schnupfen, mittlerweile denke ich mal auch Fieber. Ich bin auch nicht mehr so ganz auf dem Damm, habe auch schon Husten, Gliederschmerzen. Die einzige, die jetzt noch Gott sei Dank gesund ist, ist hier unsere kleine Chiara. Ich habe mit der ganzen Sache eigentlich nichts am Hut. Ich bin nicht für die Schulden dran schuld und trotzdem zahle ich mit, um halt eine Heizung zu haben. Auf wen ich wütend bin, auf den Hausbesitzer. Und das ganz massiv, weil, wie gesagt, er hat die meisten Schulden und ist auch nicht bereit zu zahlen. Läuft, denke ich mal, schon Mahnverfahren gegen ihn, ging auch schon vor Gericht, aber es tut sich nichts. Und bitte. Hedeke, hallo. Ich rufe von der, ja, rufe von der Mietergemeinschaft am Waldschlösschen an. Ja? Wir haben eine Frage. Sie haben ja gesagt, Sie würden uns entgegenkommen, wenn wir den Abschlag monatlich zahlen. Ja. Besteht die Möglichkeit, zumindest auf die Hälfte der Sicherheit zu verzichten, dass wir die später bezahlen? Wir wollen den monatlichen Abschlag vollständig übernehmen als Mietergemeinschaft. Und können aber halt nicht direkt 2.400 Euro komplett zusammenkriegen. Ja, müsste ich, sag ich mal, mit meinem Vorgesetzten besprechen. Bitte. Hm? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, also Sie haben jetzt gesagt, 200 und die 600. Okay, das nehme ich jetzt erstmal so auf und dann würden wir uns bei Ihnen melden, ja? Das wäre sehr lieb. Ich danke Ihnen. Ja, bitte schön, ne? Tschüss. Die würden sich nochmal zurückmelden. Und ich hoffe, dass uns ein Stückchen weit entgegenkommen. Ich weiß, das ist ihr Recht, was die da machen. Aber aus reiner Menschlichkeit vielleicht mal auf das Recht verzichten, weil wir geben uns hier nicht die Mühe, weil wir nicht zahlen wollen, sondern wir haben alle Kinder. Und das ist wichtig. Ja, es ist halt traurig, ne? Da gibt man sich halt Mühe. Und anfangs wussten wir überhaupt nicht, was los ist. Bis wir dann halt gestern auf dieser Eigentümerversammlung mit daran teilnehmen durften. Ja, letztendlich ist dann wohl scheinbar eine große Hauptsumme bei einem der Vermieter geblieben, der nicht zahlt.